Du, hallo, wir machen weiter in Elden Ring. Ich bin jetzt da wieder zurückgegangen, bis zur Kammerseite. Habe jetzt auch übrigens einen Schmiedestein gefunden. Und das war außerdem die falsche Teleportation, oder? Nein, war richtig. Ich wollte nämlich in den Lift runter. Ich wollte schauen, wo man da hinfährt. Auf jeden Fall, unser Schwert ist jetzt dreimal verbessert. Vielleicht probieren wir in der Folge nochmal in Godric, ich bin mir noch nicht sicher, aber jetzt schauen wir uns da mal um. Was da nur gibt. Da sind wir ja, glaube ich, noch nicht gefahren, oder? Mit denen. Es geht auf. Da ist auch Zwischenetagen. Nein, das ist sogar schon der Endetagen. Waren wir da schon mal? Noch nie, gell? Na, da sind wir noch nie gewesen. Was ist denn das? Boah, Töpfe haben wir da hinten. Na, doch, da waren wir schon, da waren wir schon. Aber wieso habe ich die beim ersten Mal die nicht gesehen, oder was? Wie gibt's denn das? Ja, was ist denn da? Irgendwas ist da rausgekupft. Ah, da ist ein Riesentopf. Also ein Riesentopf einfach. Wir müssen doch schon längst zerbrechen, oder nicht? Aber weg mit dir. Glaubst du irgendwas? Scherbe eines lebenden Gefäßes. Und roher Fleischklops. Was ist da hinten versteckt? Das ist eine Nummer von dir, oder was? Gesprungener Topf. Die hätten mich nicht einmal angegriffen. Gesprungener Topf. Was tue ich denn mit denen? Was tue ich denn mit denen wieder? Da unten sind wir, glaube ich, schon mal gewesen, oder? Oder? Ja, sicher, oder? Safe, oder? Ja, voll. Da ist Godric drinnen. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt echt nochmal probieren dabei? Möchte eigentlich nicht. Da vorne bin ich gegangen. Das habe ich ohne euch gemacht. Eigentlich hätte ich Aufnahme gemacht, das ist aber leider verloren gegangen. Also den habe ich gekillt. Dann da vorne. Zeige ich das jetzt nicht so schnell. Man kann nicht avisieren. Nein, jetzt habe ich ihn angegriffen. Ich würde irgendwie so visieren, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Auf jeden Fall, da ist eine Dame gewesen, die hat gesagt, die darf uns helfen beim Godric. Aber da müssen wir es beschwören und beschweren bin ich eigentlich nicht so der Fan, weil ich habe gesagt, ich mache alles solo. Maximal mit Geister jetzt schon mittlerweile, weil ohne Geister haben wir keine Chance mehr. Kukri. Abspringen versuchen, ja, da können wir umspringen, maximal. Aber ich weiß noch, das dann ist halt auch wahrscheinlich hier. Sehr da fraglich, warum? Was gibt's da dann? Jetzt ist der Riese die ganze Zeit unterwegs. Abkürzung voraus. Rechts versuchen. Bitte nicht runterfliegen. Schmiedestein, ja, perfekt, weil ich brauche jetzt eh den Schmiedestein 2. Jetzt brauche ich nicht mehr den 1er, jetzt brauche ich nämlich die 2er. Für das Schwert. Weil jetzt habe ich wirklich, das macht jetzt viel mehr Schaden schon. Deswegen bin ich auch gespannt, wie das beim Godric dann ist. Jetzt schauen wir sich vorher noch ein bisschen da um in den Schloss. Vielleicht findet man noch was, vielleicht können wir noch irgendwie ein Level gut machen. Weil dann ist es auch schon wieder ein bisschen einfacher, das Ganze für uns. Der Boss ist nicht ohne. Goldene Runen. Schmiedestein 1. Was haben wir da noch? Vorsicht vor rechts. Hinterhalt voraus. Weiß jetzt gar nicht, wo ich da bin. Ja. Weiß ich gerade nicht, wo ich da bin. Sagt mir gerade gar nichts.
Nein, ich erinnere mich da nicht, dass es da schon mal war. Hat das Schild, schauen wir sich gleich an. Das schaut aber sehr schwer aus. Ich glaube, das ist das Trials für uns. Ich glaube, Stärke 30 brauchst du. Das bringt nichts. Das bringt aktuell noch nichts. Da sind wir noch weiter entfernt. Wir sind gerade mal Stärke 20 oder so. Nicht einmal. Was er sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Was sucht man denn? Ich weiß auch nicht, was wir suchen. Schmiedestein 3. Hey, da oben, gell? Besteht die Gefahr, dass man nicht mehr raufkommt, oder? Na doch, man kann schon rauf. Andere Seiten. Andere Seiten ist der Tod. Die Seiten könnte man oben gehen. Das ist also wieder sinnlos gewesen, gell? Was Interessantes. Elden Ring. Ich weiß wirklich nicht, wo ich da bin. Das ist eine Markierung von mir, die müsste ich mal wickeln. Wieso nimmst du das nicht mit? Goldene Rune 5 ist sehr gut. Gibt sicher wieder ein 1000er. Müsste sogar mehr geben, 1600 vielleicht. Schaut nicht so gut aus. Erstens Rand. Ah, ich glaube, da ist eher um die Leichen gegangen. Ja, man kann da schauen, aber mit genügend Geschicklichkeit oder was man da braucht, dass man weniger Fallschaden macht, annimmt, geht es wahrscheinlich schon. Aber ich riskiere jetzt nicht. Erstens Tür. Regenbogenstein. Ich bin ja immer noch in dein Schloss, das ist das Witzige. Da schaut das ist ja gut, dass das so wirkt. Das Schloss ist so mega riesig einfach. Ich glaube, 5 Folgen schon über das Schloss gemacht, wo ich noch im Schloss bin. Na, wie ist es denn leicht, das erwischen? Ja, da muss man irgendwie rüberkommen. Ah, ist das leicht die Tür oder was? Das ist aber nicht, das ist wirklich die. So, jetzt haben wir die Tür auf. Gang jetzt da irgendwie weiter, ja. Schaut gefährlich aus. Ist aber möglich. Bitte flieg nicht runter. Wir haben trotzdem 3000 Runen. Ist zwar nicht so viel. Aber wir brauchen jede Rune. Hoch. Meine Güte. Ja, greif mir auch, komm. Lock das sowieso. Und 2 Hits. Adamblatt, tu ich mit denen wieder. Hoch. Gut, schon. Ja, das ist jetzt das einzige Objekt, was noch gab. Aber da sind ein Haufen Blutflecken. Und das weiß ich ja warum. Eine Fledermaus ist da. Da sind sicher einige Leute runtergeflogen wegen der. Goldene Rune. Hat die auch was droppt? Nein, die hat nichts droppt. Was? Ah, Kopf. Preiset Nachricht. Was für ein Kopf? So, da wird es jetzt richtig beschissen. Da wird es richtig beschissen jetzt. Ruhe suchen. Ja, wir müssen nochmal. 3000 Runden setze ich auf Spülmengen, denn Schmiedestein. Okay, so hört sich aus. Ja, wir könnten aber das nutzen. Wir könnten aber gehen. Wir könnten da oben gehen. Vorsicht vor Gegner. Da vorne sagt er hin. Ich weiß echt nicht, wo ich da bin. Krise voraus, nicht wirklich, oder? Karate ist da vorne. Sonst sehe ich nichts. Ein Riesen oder so? Säge dich da nicht. Ja, komm mal her.
Ich glaube, früher habe ich mehr Schläge gebracht auf so eine Ratte. Es hat sich schon ausgezahlt, die Verbesserung. Visionen hier von Leben? Na, oder? Die Manda. Riesenratte Manda. Wir waren es gierig. Die ist hin. Erstens aufrufen. Giftblüte. Vielleicht sollte ich mal die Fackel nehmen, weil wir sehen da wirklich nichts. Ist das ein Held? Ist das ein Held? Keine Ahnung, was er da macht. Nein, er ist weg. Da war so. Die komischen Käfer, wo man manche Sachen kriegt. Was gibt's da? Nix oder was? Was ist das? Vorsicht vor Boss. Nein, da ist nicht wirklich ein Boss, oder? Wahrscheinlich Monster. Da unten ist ein Boss, da kommst du nie wieder hin. Es gibt aber keinen anderen Aufweg mehr zurück. Jetzt müssen wir einen Bossgegner machen. Jetzt verliere ich erst meine Rune, wie der gespielt ist. Ich werde mit Geist spielen, das mal gleich am Anfang. Ja, was bist denn leicht du für einer? Was ist denn leicht das? Ja, viel Schaden machen wir aber, man kann nicht einmal mit Geister spielen da unten. Aua! Ist sicher nicht das Beste, was ich mache. Vielleicht hätte ich vorher einen Ort der Gnade aufsuchen sehen. Was ist denn jetzt los? Der hat aber nicht mehr viel Leben, gell? Der hat nicht mehr so viel Leben. Den zerreißt die ganze Zeit. Und bleibt da. Gleich haben wir die. Ist jetzt nicht einmal ein Boss gewesen eigentlich, oder? 4700 Runen und ein goldenes Saat sogar gekriegt. Habe ich gar nicht gewusst, dass man das von einem Boss kriegt. Das ist ein goldenes Saat. Steinschwertschlüssel, ja, da können wir irgendwann wieder mal brauchen. Da haben wir ja ein paar verwendet schon. Vor allem kommt da jetzt erst der Boss und das war nicht so ein Vorgeschmack. Ja, aber dann sollten sie da wenigstens einen Ort der Gnade hin, oder? Das war zumindest fair, wenn da jetzt wirklich ganz vorne ein Boss ist. Wir da gar nicht einige eigentlich. 8200 Runen. Vielleicht ist jetzt der Zeit, wo ich das Ding erlöse. Opferzweig. Geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Vielleicht ist jetzt der passende Zeitpunkt dafür. Ich hab's geschafft. Ist das ein Sieg? Gut gemacht. Gott voraus. Geschwür des Totenprinzen. Tunnel voraus. Was da drinnen oder was? Das ist ein Nasen, ist das. Wie ein Traum. Achtung Monstern. Bringt es was, dass ich da aufgehen? Nicht wirklich, oder? Sinnlos. Ja, da geht's auch nirgends weiter. Dann werden wir da wieder aufgehen. Wie weit geht's da bitte auf? Ich gehe da jetzt seit 3 Minuten schon auf. Und bin immer noch nicht oben. Es wird nicht immer nur finsterer. Fackel kann ich keine ausrüsten nicht. Jetzt sind wir mal oben. Gut gemacht. Muss ich springen? Das schaut jetzt auch nicht so weit aus. Wertvolles Objekt voraus. Welche Richtung voraus? Vorsicht vor starker Feind. Aber der Gnade war wieder mal nicht schlecht, ha?
Lass uns mal hier sehen. Nein, das war nicht. Da kenne ich mich aber schon wieder aus der Weile schon mal. Aber. Da war ich schon mal. Aber komischerweise, da war ich noch nicht. Das habe ich auch nicht gesehen, dass da irgendwo ein Leiter war. Da ist normal immer ein Ritter, oder? Was da spazieren geht. Nein, oder? Nein, warte mal, da ist die Riesengrabe gewesen. Das kann sein, gell? Da ist die Riesengrabe immer gewesen. Muss mich kurz orientieren. Ja, ich habe den Lift wieder gefunden. Also da können wir jetzt gleich mal ein Level machen. Sehr wichtig. Der war nicht schlecht, der Abstecher unten. Wir werden wieder auf Stärke gehen. Warte mal, wie viel nimmt man, macht man denn dann mehr? Das ist auch nicht so die Welt, gell? Sollen wir jetzt den Boss probieren schon wieder oder eher weniger? Arzneimischung, vielleicht, dass ich da irgendwas Neues kann? Kurzzeitiger Ausdauerschub. Nein, ich glaube, ich bleib da bei den. Im Endeffekt, es bleibt uns eh nicht viel, wo wir hingehen. Irgendwie möchte ich dann schaffen. Irgendwie glaube ich aber nicht, dass wir es schaffen. Wir probieren auch zweimal. Schauen wir mal, ob das wirklich was gebracht hat, die Verbesserung vom Schwert. Ich weiß nicht mehr, wie man gegen den spielt. Sind jetzt schon hin? Na, schau deswegen. Ich hab vergessen, dass ich den Talisman wieder wickerte. Jetzt haben wir natürlich der Talisman zerbrochen. Wegen 700 Runen. Nicht so gut. Ich hab da was anderes. Geschwür des Todesprinzen. Erhöhte Lebenskraft. Könnte in der Kombination mit den Ausrüsten erhöht maximale Lebenspunkte. Aber irgendwie wird der Balken nicht größer. Aber ich schätze mal. Was ist denn das da für ein Buff eigentlich? Vielleicht, wenn der verschwindet. Ändert sich auch nichts. Erhöht die Lebenskraft. Vielleicht, dass wir trotzdem mehr aushalten. Warte, wir probieren noch einmal noch. Einmal geht's noch. Der vorherige Versuch, der war richtig beschissen einfach. Ja. Ja, lass mich mal weg wieder. Ich hab's auch nicht einmal geschafft dabei. Dass ich bis zum Drachen einmal komm. Also bis zur Drachenphase. Ja, wieso erwischt er uns denn immer? Er ist vorbei wieder. Ich habe nicht das Bedürfnis dafür aktuell, dass ich den wirklich jetzt mache. Bin am Überlegen, ob ich nicht einfach woanders hingeht, aber bin jetzt kurzzeitig wieder mal ganz aufgekommen, also ganz aufgegangen. Da haben wir ja gegen einen Baum einmal gekämpft. Das ist ja durch eine Transporterfalle, sind wir ja da hingekommen. Und der Gegner, der hat uns ja auch immer noch fehlen. Vielleicht, dass wir gegen den mehr Schaden jetzt mittlerweile machen. Nein, ist immer noch gleich. Austauschen, regenerieren lassen. Den Gegner, den habe ich mir ja auch aufgekommen bis zum geht nicht mehr. Der Gegner steht ja auch immer nur auf unserer To-Do-Liste. Den habe ich ja nicht vergessen gehabt. Ich vergiss ja die Gegner nicht, was ich auslasse. Nee, ich verschiebe es halt auf später einfach.
Genauso wie mit Gottrick jetzt, dann werde ich hundertprozentig später mal machen, aber aktuell fühle mich noch schwach einfach für den Gottrick jetzt. Hat ja Ausdruckszwang einfach. Ja, was ist denn das? Das hat er ja noch nie gemacht. Ganz zufällig ein Drachen jetzt, ganz random einen Drachen eingebaut in die Folgen. Ich bin ganz woanders, wie ich hier teleportiert bin. Also ich hab mich woanders hier teleportiert, weil ich mich noch umschauen wollte. Was ist denn das? Das ist komplett das falsche Gebiet. Kehlet, glaube ich, oder so heißt das Gebiet, wo wir sind. Warte, gleich steht's ja da. Kehlet, ich wollte eigentlich woanders hinschauen, da, das da. Ich wollte eigentlich da oben schauen. Ja, ich habe gesagt, sobald wir da nicht, sobald wir festhängen irgendwo, ändere ich meinen Kurs wieder und gehe einfach später her. Wieso ist denn der Drache so anstrengend? War das jetzt einfach nur Zufall oder? Ist der wirklich so stark? Der ist wirklich so stark. Man, nimm doch einfach das Pferd. Also gegen den ersten Drachen ist der viel schwerer. Einen Drachen habe ich schon gemacht. Und der Drache war ja gar nichts gegen den, der ist ja viel stärker. Das wird mir jetzt auch nichts bringen, wenn ich den Geist da holen. Nur so fliegt der Drachen gerade, also ich kann nicht mal was tun dagegen. Komm aber da! Der kommt aber auch nicht mehr runter, der ist auf der blödesten Position überhaupt. Ist irgendwas nicht? Da ist ja immer irgendein Gift oder bei denen. Hund, wie geht's dir? Ich glaube, den Hund geht's auch nicht so gut da bei den Drachen. Ja, da sehe ich gar keine Chance gegen den, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich glaube. Ich glaube wirklich, dass Gottrick der nächste Boss einfach ist, was man machen muss. Ich sehe da keinen Sinn nicht dahinter. Schau, jetzt ist der an so einer blöden Position, aber. Ja, also da ist wieder der Komplett geworden, man kennt's. Jetzt ist er hinten wieder. Wahrscheinlich hat er jetzt wieder volles Leben, oder? Nein, er hätte nicht einmal volles Leben gehabt. Lol. Ja, jetzt ist es vorbei. Wenn er vor ihm steht, mache ich wirklich viel zu wenig Schaden gegen den. Siehst du, das ist gar nichts. Das lohnt sich nicht, der Kampf. Der Kampf lohnt sich einfach nicht. Dann gehe ich meinen Weg entlang. Es wird aber auch nicht besser, glaube ich. Da. Ich glaube, einfacher wird es da aber auch nicht. Wir können da mal die Karten aufdecken, haben wir ja glaube ich schon, oder? Weil sonst darf man es nicht einmal sehen. Das ist ein Händler. Aber ich hab keine Runen jetzt. Kaufen oder verkaufen? Eventuell verkaufen, aber was?
Was hast du denn zum Kaufen überhaupt? Steinschwerter-Schlüssel kann man kaufen auch. Das Einzige, was ich wirklich kaufen wird von dir, waren Schmiedesteine. Ich weiß auch nicht, was ich dir verkaufen soll. Weil im Endeffekt das ganze Zeug da könnte ich wegstellen. Braucht FP erzeugt eine fächerförmige Gravitationsschockquelle. Sowas zum Beispiel könnt ihr da verkaufen. Aber was bringt's mir? Was tue ich denn mit 600 Runen? Das lohnt sich nicht wirklich für mich. Warte, Gnade, wir haben. Was ist denn das? Das Blöde ist, ich habe keine Lebensbalken mehr. Da sehe ich nur so einen Eldenbaum oder wie der heißt. Warte, Material sammeln. Ist aber jetzt nicht bei ihm gewesen, oder? Nein, ist die Pflanzen, ist da gemeint gewesen. Ja, ich glaube, die habe ich nämlich eher schon mal gesehen. Was ist denn das? Ist das jetzt wieder so ein Riesenmonster? Nein, ist einfach nur so ein Gestein. Ist einfach nur so ein Steinhaufen, glaube ich. Nimm das schnell mit. Na, das kennen wir ja schon, oder? Da hält ja auch wieder alles so viel aus. Nein, ich suche mir jetzt einen Ort der Gnade, weil das bringt ja nichts mehr, wenn ich da jetzt nur herumdrehe. Das ist schon witzig aus. Schaut unförmig aus. Vielleicht, dass da noch irgendwo ein Ort der Gnade ist oder eventuell. Ja, boah, da war ja fast da weggefallen. Da vorne habe ich gerade einen gesehen. Da können wir wieder mal unsere Tränke auffüllen. Runen haben wir eh zu wenig. Es schaut auch so aus, als wie da der nächste Hauptboss dann war. Wenn wir die Führung der Gnade da noch schon. Dann ist jetzt die Frage, wo tun wir weiter? Dann würde ich sagen, wir beenden alle Folgen. 27 Minuten haben wir voll gemacht. Wie wird es hier weitergehen? Schreibt es mir das in die Kommentare. Wird es jetzt in Gotrek machen oder wird es da weitergehen? Ob das so gescheit ist in dem Gebiet da überhaupt nur was zum tun? Irgendwie hält das alles so viel aus. Jedes Monster hat 10.000 Leben, keine Ahnung, gefühlt. Der eine Drachen ist so mordstark einfach. Vielleicht einfach ein paar Mal nur in Gotrek versuchen. Oder da weitergehen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.